Hallo und herzlich willkommen zum Sport Tuesday. Ich spiele heute wieder das Spiel Soccer Manager 2016. Jetzt spielen mit Hannover Neustadt. Neuspielen? Nein. Spielladen. Genau, da war das. Mensch, eine Woche nicht gespielt und schon weiß ich mal, wie es geht. Aber ich glaube, wir waren auf dem 8. Platz und ich hoffe, wir werden nicht absteigen. Hannover und Hoffenheim. Partie 1-1. Okay. Wir haben noch 6,5 Millionen Euro. So, hat ein Leihfonds abgegeben. Auf Leihantworten. 2,57 Millionen kriege ich dafür, dass ich ihm verleihe. Angebot annehmen. Ach nee, ich möchte mir kein Geld kaufen. So, und er ist weg. Dann switchen wir mal schnell zum nächsten Spiel. Gegen wen spielen wir eigentlich jetzt? Ah, ist jetzt DFB-Pokal, oder? Ne, erste Liga. Und wir spielen zweite Liga. Aber jetzt Bayern gegen Frankfurt. Aber wir spielen nicht. Wir haben dann das Wochenendspiel am Sonntag. Okay, schauen wir mal. Der Sportjournalist ist im Vorfeld ihrer nächsten Begegnung auf sie zugekommen. Vor dem großen Spiel gegen ihren Rivalen gehen ja viele davon aus, dass Edgard Pribia, Edgard Prib, einen der Schlüsselspieler ihrer Mannschaft sein wird. Wollen Sie denen zustimmen? Ja, ich denke schon. Er wird einen wichtigen Spieler und ich erwarte mir viel von Ihnen. Er ist einer dieser Spieler, die jeden Training gerne in seiner Mannschaft hat. Jeder Trainer in seiner Mannschaft hat. Wir können uns glücklich schätzen, ihn zu haben. Und er freut sich schon sicher, auf seinen nächsten starken Auftritt für uns. Ich möchte ungern einen einzelnen und Schlüsselspieler hervorheben. Wenn wir etwas erreichen wollen, muss das ganze Team, gesamte Team seiner Leistung abrufen. Das hört sich bislang am besten an, würde ich jetzt sagen. Er könnte tatsächlich mal wieder eine gute Partie abliefern. Seine Leistungen in letzter Zeit sind einem Können nicht unbedingt gerecht geworden. Mir fallen direkt zwei und drei Spieler ein, denen ich die Schlüsselrolle erst zutrauen würde. Ne, ich nehme das in der Mitte mit dem Team. Gegen Wolfsburg. So. Wir bleiben mal diese Aufstellung. Die war letztes Mal ganz gut. Ganz gut. Dann Partie starten. Wir wollen das Spiel sehen. Und laufen. Laufen. Boah. Ich glaube, da war drüber gewesen. Das finde ich so aus. Oh.
Kommt schon, Leute! Strengt euch an! Strengt euch an! Ja! 1-0 in 8 Minuten, das glaube ich gerade. Von der Sahne. Und das Herz in die Hose gerutscht. Oh, schon wieder. Oh, kommt schon. Go, go, go. Steht auf, wenn die rote Sahne steht auf, wenn die rote Sahne steht auf, wenn die rote Sahne steht auf, wenn die rote Sahne. Ein bisschen anfeuern hier. 93, 94, 95, 96, 96. Ach, die hören das sowieso nicht. Kommt, noch ein Tor. Noch ein Tor. Oh. Schön, Martin, schön. Und oh. Mensch. Oh. Herzstillstand. Ist doch ein Tor, dann könnte wieder ein bisschen langsamer spielen. Aber ich möchte nach einem Tor von euch. Und? Ja. Ja. Noch nicht sein. Die ersten paar Minuten super gespielt und jetzt hat irgendwie nur Wolfsburg den Ball. So, das war jetzt die erste Halbzeit. Dann schauen wir mal, wen können wir wechseln. Wir haben 88. Das ist ein offensives Mittelfeld. Rechts, links, Zentrum. Offensives Mittelfeld, Zentrum. Oh, da ist der natürlich viel besser. Da müssen wir dann den Bech rausholen. Bech raus gegen Kiyotake. Offensives Mittelfeld, Zentrum. So. Dann haben wir jetzt noch einen guten Sturm mit 87. Und Verteidigung, defensives Mittelfeld oder Mittelfeld mit 87. 86, 85. Verteidigung war nur, ach so, nur rechts, denke ich mal. Mittelfeld rechts, habe ich 88, defensives Mittelfeld, Zentrum und
Beteiligung rechts. Ach, lassen wir es erstmal so. Eine Ansage brauchen wir nicht. Subic, den könnte man eigentlich auch raushauen. Der hat die gelbe Karte, damit wir den ein bisschen schonen. Da kommt rein Zazaliai, mal wieder ausgesprochen wird. Zazaliai. So. Und weiter geht's. Jetzt auf ein linkes Tor. Schon. Ah, da war doch schon drinne. Schiri, was hast du denn da gesehen? So. Jo, Hannover, go! Und jetzt, ach Mensch. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, schießt doch ein Tor. Wir schießen einfach kein zweites Tor. So, schießt ein zweites Tor. Taktik, Anweisung. Aggressiv. Direkt. Schnell. Eigene Hälfte überall. Los, komm Hannover! Gleich hier den Ton ausschalten. Nein! Ja. Nein. So, und Ton erstmal wegschalten. Damit wir nicht gleich wieder die ganze Zeit das Geräusch haben, wie die Leute jubeln, obwohl gar kein Spiel da ist. Und schieß ein Tor. Ah, Mist.
Abpfiff. 1-0 gewonnen. Match des Tages ist Oliver Sorg. Oliver Sorg, der hat eine gelbe Karte. Aber der hat 10 Punkte gekriegt. Naja, gut. Ein Sieg! Oh, was ist das aufgeploppt? Ich habe Gold gekriegt. Ja. Ja. Teilen weiter. Weiter. Okay. Weiter geht's. Auf welche Plätze sind wir jetzt? Tabelle. Auf den sechsten Platz. Wir haben 3 Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden. Jetzt rushen wir mal schnell zum nächsten Spiel. Champions League. Wer ist in der Champions League von den Deutschen? Bestimmt Bayern, oder? Europa League. Ah, Augsburg ist drin, spielt. Okay. Augsburg hat verloren. Schade. Naja, was soll's. Wir sind ja nicht Augsburg. Oh, da spielt Bayern. München-Gladbach, Wolfsburg und Leverkusen. Und hier spielt Dortmund. In Europa League. Und Schalke. Und Bayern hat 1-1 gespielt gegen Gala. Gottes Willen. 2-1 hat Leverkusen gegen Barcelona gewonnen. Respekt, Respekt. 1-0 hat Wolfsburg gegen Manchester United gewonnen und 2-1 hat Leverkusen. Gladbach gegen Benficas Lissabon ist das, ne? Oder? Nee, das ist doch. Doch, Benficas Lissabon ist das. Und Dortmund hat 1-0 gewonnen und Schalke hat 0-4 gewonnen. Gut. Aber da haben wir eigentlich noch nicht so viel mit zu tun. Erste Liga und zweite Liga haben auch nichts zu tun. Oh weia, Hannover gegen Bayern. Das wird hart. Hannover hat im Durchschnitt 96, wir haben, was war das, 87 gewesen. Die Aufstellung werden wir jetzt mal schnell ändern. Ein bisschen. 85er Verteidigung und defensives Mittelfeld zentral. 85. Ne, ist genauso. Torwart. Bleibt Sieler drinne. Verteidigung 87 rechts. 87 rechts. Und Mittelfeld rechts 88. Lass mal. Da schauen wir mal 75. Warte mal, den hier erstmal raus. 84. Bench. War nicht vorhin die Rede über Bench gewesen, wegen sein gutes Spiel? Rechts, links, Zentrum. Offensives Mittelfeld. Rechts, links, Sturm. Er spielt offensives Mittelfeld. Zentrum. Der ist auf jeden Fall besser. Ach Mensch. So. Ich hoffe ja, dass das jetzt noch nicht so ein Wechsel dazu.
glaube nicht. Fünfundachtzig, Klaus. Fünfundachtzig, Hoffmann. DM Zentrum, 85, okay. Was hat Hoffmann noch? Verteidigungszentrum. 85. Ne, der bleibt auf der Bank. Oder zu Hause. Besser gesagt. Und hier haben wir noch ein 85. Das war Mittelfeld und offensives Mittelfeld rechts. Naja, der bleibt auch zu Hause. Gut, aber die wird schon mal, die zu Hause bleiben könnte. Okay. Und hier schauen wir nochmal. Sturm 87. Gegen den. Und das ist der S-Sturm. Subic und Zazalei. Zazalei. Und wieder ausgesprochen wird. Und rechte Seite, Verteidigung, Mittelfeld, defensives Mittelfeld. Gut, dies bleiben zu Hause. Da können wir den hier mal wegpacken, den Torwart, obwohl, nee, der ist besser wie mein dritter Torwart. Der ist genauso gut wie der. Also bleibt er auch drinnen. Oder? Wechseln wir den auch aus. Mal andere Leute mitnehmen. Vor allem gegen Bayern ein bisschen verwirren, wenn das klappt. Was ich mal nicht denke, dass es klappen wird. Mittelfeld, offensives Mittelfeld rechts. Rechts, ach, lassen wir es so. Passt schon. So. Dann wieder an. Vergessen zu sagen. Anwendung aggressiv. Direkte Bälle. Schnell. Überall Pressing. Variabel. Angriff stark. Okay. So wollen wir es haben. Und nicht anders. Jetzt Streich hier oben rechts. Jetzt alles durchgeführt. Und jetzt können wir gewinnen. Hoffentlich. Die sind ja 96 stark. Und wir waren nur 87 stark. Haben die Ulrich drin und nicht? Neuer verletzt. Ah, kommt schon. Können wir das Spiel gar nicht anschauen. Hat zweimal die gleiche Ecke gewesen, in der wir daneben geschossen haben. Naja, was soll's.
Ach Mensch. Sechsundneunzig. Schalalalalala. 96. Schalalalalala. Oh. Komm. Schieß dein Tor. Bayern 1-0. Kommt noch ein Tor, das so schön war. Und zur Halbzeit 0:1 für Hannover. Das ist doch mal richtig nice. Schauen wir mal, ob wir was wechseln können. Wir haben hier einen Stürmer 86. Almeida 86. Den könnten wir reintun. Nee, Sahne hat eine gelbe Karte. Defensives Mittelfeld 87. Mittelfeld haben wir nur rechts. Ah nee, da spielt sowieso Verteidigungszentrum die Sahne. Die erste Sahne spielt Verteidigungszentrum, da haben wir leider keinen zum Auswechseln, so ein Mist aber auch. Dann müssen wir jetzt mal schauen, ob wir vielleicht noch was anderes wechseln können. Das haben wir noch hier, den 87er, und was war der? Rechte Seite, Verteidigung Mittelfeld und defensives Mittelfeld links. Der kann nur rechts und Zentrum spielen. Der kann nur Zentrum spielen. Aber den Mittelfeld rechts, offensiv Mittelfeld nach Zentrum setzen, dann könnte man den wechseln gegen den hier. Okay, machen wir es so. Den wechseln wir einmal mit Schmiedebach und dann hauen wir den hier raus gegen Sakai. So Leute, jetzt haben wir was ganz Neues gemacht. Mal schauen, was jetzt in Bayern macht. Ich denke mal, die sind jetzt ein bisschen verwirrt, weil wir erstens Schmiedebach jetzt aufs ins Zentrum defensives Mittelfeld reingesetzt haben und Sakai jetzt eingewechselt haben, den wir noch diese Saison noch nicht einmal spielen lassen haben, tun sollen. Haben wir noch einen 86er Sturm? Na, die besten Spieler sind drauf. So Leute, auf zur zweiten Halbzeit und auf die Hoffnung, dass wir noch ein Tor schießen. Wir spielen jetzt auf dem rechten Tor. Klar, wenn wir gerade links gespielt haben, Schweizer. Ja! Ja! Ah, jetzt lassen wir so ein bisschen hier bis zur 60. Minute ackern. Und dann sage ich mal hier, Leute, ihr habt frei gespielt, spielt mal ein bisschen langsamer. Also bis da noch ein Tor entkommen. Dann bleiben wir aggressiv bei.
Bei Angriff ist die beste Verteidigung. Naja, auch nicht immer. Aber in meinem Fall klappt es. So. Mal schauen, wer alles dabei anspielt. Ulrich, Lahm, Bernhard, Boateng, Benatia. Ach, grad schon. Ein Schreck gekriegt, das soll kommen. Dann haben wir Vidal, Alaba, Alonso, Lewandowski, Robin und Müller. So, jetzt machen wir mal Taktik hier. Eine Anweisung von wegen früher normal, aggressiv brauchen wir nicht mehr, Tempo normal, direkte Pässe, Angriff stark soll es bleiben, die Mentalität Angriff stark, Pressing nur in eigener Hälfte, okay, das sollte so reichen. Jetzt schreie ich hier wieder, Leute, macht das so und so, dann sieht es gut aus. Und dann schauen wir, ob es gleich gut aussieht. Ja. Aber ich denke mal, das werden wir nicht mehr verlieren. Die sind wahrscheinlich auch ein bisschen kaputt durch das Gala-Spiel, was sie da hatten. In Istanbul. Wo sie 1-1 gespielt haben. Das war wahrscheinlich schon anstrengend genug für die. Aber wenn das eine Profimannschaft ist, muss das ja abkommen. Kimmich ist ja auch schon dabei. Kimmich, Costa, Ribéry und Rode. Okay, Musis. Ersatztorwart. Aber was ist mit dem Neuer los? Der beste Spieler von Bayern ist zurzeit der Torwart. Und bei mir Ayotake. Ayotake. Dann werde ich gleich mal schauen, auf welchem Platz Bayern gerade war. Wenn wir jetzt hier uns verlieren, dann wahrscheinlich ein bisschen abrutschen. So, ich mache mal den Ton mal wieder aus. Damit das Gejubel nicht so doll nervt gleich. Die letzte Minute laufend für ein 0:2 Sieg für Hannover. Also gewonnen haben wir schon, sage ich jetzt mal. Es müsste jetzt ein Wunder geschehen, wenn wir jetzt noch verlieren sollten. Ja, und Abhilfe, yes! Iudake hat das Tor geschossen. Ich werde jetzt auch gerade angerufen. So, ich werde mal sagen, wir sind auf dritten Platz. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mal nicht so da seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.